leer. Wie? Bereit fürs nächste Rennen? Bin schon da. Bereit und startklar. Willst du dein Auto nehmen oder meine Bestie? Die Bestie. Ich glaube, sie will raus. Ein so hübsches Tier darf man nicht so lange einsperren. Gut gesagt. Wir treffen uns in Rancho, ja? Bin gleich da. Wir sehen uns. Hey, wie? Ich sehe vor dem Start noch mal unter die Haube. Zur Sicherheit. Bleib in der Nähe, okay? Wie schätzt unsere Chancen ein? Nun, Luigi wird schwer zu schlagen sein. Und Margit schießt heute für ihn. Okay, und? Das Mädel macht keine halben Sachen, aber denkt nicht so viel dran. Stört die Konzentration. Die Augen immer auf die Straße. Ich kümmere mich um den Rest. Sorry, ich brauche noch eine Weile, um die Reifen zu testen. Okay. Versuchen können Sie es ja.
Versuchen können Sie es ja. Wozu? Zum Reden. Gib was, das du wissen solltest. Okay. Setzen wir uns eine Weile dorthin, okay? Und ich, wir waren früher oft hier. Wolltest du mir was erzählen? Den hatte ich schon erwähnt, oder? Mein Mann. Dein Fahrer, richtig? Der beste Mann, den es je gab. Wir waren schon vor meiner Geschlechtsangleichung befreundet. Hat mir Narzissen ins Krankenhaus gebracht. Zum Neuanfang. Wart ihr lange verheiratet? 12 Jahre. Dean hat immer gescherzt, zum 15. würde er mich zu meinem ersten Implantat überreden. Wollte mich überraschen. Darf ich fragen, warum du kein Chrom hast? Ich liebe Maschinen wie, aber ich wollte nie zu einer werden. Komisch, hm? Ein wenig, ja. Aber ist ja deine Sache. Dean hätte als einziger meine Meinung ändern können. Schätze, wir werden wohl nie erfahren, ob er das geschafft hätte, hm? Warum erzählst du mir von Dean? Warum jetzt? Er starb letztes Jahr beim Rennen. Im Finale. Aber nicht auf normale Art und Weise. Hat das was mit unserem Rennen zu tun? Schon. Dean wurde damals ermordet. Schuld ist dieser Konzernwiesel Peter Sampson. Absoluter Abschaum auf 2 Beinen. Was ist mit diesem Sampson? Ist nicht so wichtig. Für mich war er nur ein Rivale. Aber für Dean, naja, Sampson und er hatten eine gemeinsame Geschichte. Und ist was vorgefallen? Dean hat nie drüber geredet. Aber ja,
Es gab irgendeinen Streit. Irgendwas Persönliches mit ihrer Rallye-Rivalität. Als Samson Erster wurde, war Dean wütend. Wie genau ist dein Mann gestorben? Wir waren auf der Zielgeraden. Samson mit Vollgas direkt vor uns. Wir hatten verloren, also nahm Dean den Fuß vom Gas. Da tritt diese Schlange voll auf die Bremse. Dean auch. Hat die Kontrolle verloren. Aber läuft das nicht so bei Rennen? Du kapierst es nicht. Die Straße war frei. Er hätte gewonnen. Er hat es absichtlich getan. Ah, verstehe. Das ist kein normales Rennen für dich. Dir geht's gar nicht ums Gewinn. Genau. Scheiß auf den Sieg. Ich will Samson. Und das ist dein bester Racheplan? Leute sterben andauernd auf der Strecke. Wird niemandem auffallen. Ganz normaler Tag beim Rennen. Völlig regelkonform. Und mich brauchst du, um ihn auszuschalten, hm? Samson zu töten ist mir wichtiger als der Sieg. Sollten wir vor der Wahl stehen. Sorry, dass ich dich angelogen habe. Also, was meinst du? Bedeutet dir scheinbar viel, also begraben wir den Arsch. Danke. Das ist wichtig. Ich muss das tun. Wir sehen uns im Finale? Ja. Bis dann, wie?